Oh, das kommt ja wie gerufen. Spitze. Besser geht's ja gar nicht. Hallo Formel 1 Fans und willkommen zu einem weiteren MXL-Liga-Rennen-Video. Heute melden wir uns aus dem völlig verregneten Spa, aber Interbedingungen. Das ist auf jeden Fall schon mal etwas besser. Mit dabei ist natürlich der Knitti. Hallo, na? Und wir müssen heute leider auf die strategischen Meisterleistungen von Chefstratege Hunzel verzichten. Er hat leider keine Zeit. Grüße gehen raus, Hunzel. Wir schaffen das auf jeden Fall. Danke erstmal für deine Tipps. Und ja, ich starte von der 6 und mein Teamkollege startet von der 9. Und das ganze Rennen soll es auf jeden Fall regnerisch sein. Es hat bereits in Ungarn schon so lustig geregnet. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Das habe ich euch nochmal hier oben nochmal in die Infokarte reingehauen. Das müsst ihr euch angucken. Ich sage dazu nur, guckt euch auf jeden Fall die letzten paar Runden an. Also, es ist einfach nur episch geworden. In diesem Sinne würde ich sagen, bevor ich euch weiter in die Frikadelle ans Knie quatsche, viel Spaß und ja, let's go! Oh oh, da kracht's hinten. Bloß keinen Platz lassen. Position gewonnen, Position verloren. Verloren. Na, ich wollte mir nicht mehr das Auto kaputt machen, ne? Verstehe ich. Okay. Banda hat hier wohl Internetprobleme. Was macht dein Benzinstand? Weiß ich gerade nicht. Okay. Minus 0,23. Ja, das geht noch. Jawohl, Platz 5. Wetterbericht. This rain could be with us for a while. Light rain conditions for the foreseeable future. Inters seem like the fastest tire for now. Okay, das Gute ist, Jeff hat mir zugehört. Das weiterhin Gute ist, es wird weiterhin so bleiben. Ja, mit den Bedingungen komme ich hier super zurecht. Ich weiß nicht, wie es dir dabei geht. Ich komme mittlerweile bis jetzt auch. Na also. Ich kann den Knick ja quasi Vollgas fahren. Welchen Knick? Den Blanchimo. Oh, Thunder ist auf einmal weg. Jetzt ist er hinter mir. Boxenstopp-Fenster ist auf. Okay, jetzt wird's lustig. Sag mal den Reifenzustand. Oh je. 39. 41 bei mir sogar. Der Schlimmste. Ja, bei mir vorne rechts 41. Pass auf, wir machen es wie folgt. Sollte einer deiner Vordermänner reinfahren, tust du es auch. Alter! Was?
Oh ne, ich sehe. Ja, Photon dreht mit. Zweimal ist er mir jetzt hinten reingefahren. Glück ist Schaden? Nee. Oh, Gott sei Dank. Irgendwie anderen Schaden, Unterbodenschaden oder sowas? Ich glaub nicht. Aber zweimal, Alter. Ja, es kann passieren. Nee, ist kacke. Komm schon, Mann, ich muss an Ferrari vorbei. Italienisches Duell, Sasuke. Das hatten wir doch besprochen. Der verbremst sich. Nach der Camel Straight. Platz 2 gehört mir. Hat er mich da vorbeigelassen? Oh, das kommt ja wie gerufen. Spitze. Besser geht's ja gar nicht. Okay, Pit Stop. Ich habe eben nicht aufs Delta geachtet, Alter. Habe ich volle Kanne auf Anker gegangen. Die einzige richtige Lösung. Copy. So, neue Pushen für mich. Hahaha. Sehr schön. Ach, was ist das schön. Super Timing. Ja, Unsafe Release, ne? Guck mal, könnt ihr das wieder einbauen? So, du kannst rein. Oh, super Training für die Arme, wenn man hin und her fährt. Okay. Denke ich mir auch gerade. Mir tun die Arme schon weh. Aber ich kenne Bullet mittlerweile. Ich weiß, was er vorhat. Scheiße. Oh, ist er so gecrashed? Och nö. Das macht mein Spritstand. 2,5 Runden plus. Yo. Petty, wie sieht's da hinten aus? Alles gut? Zwei Sachen, die ich schon wieder einreichen werde. Oh nee, ne? Position bei dir? 9. Nee, 10. Gut. McGill, der fährt so unsauber, ne? Sasuke hat aufgegeben, no! Oh, come on. Oh, er ist gecrashed. Unten in Brüssel. Ja, ich weiß, ich bin gerade vorbeigefahren. Scheiße. Martin ist hinter mir. Ah. Oh, ich hab Grüne am Arsch. Das waren mal 1,4 Sekunden. Jetzt sind es nur noch 7 Zehntel. Verdammt. Okay, das sieht ganz gut aus. Oh. Was gibt's nicht, Alter? Auf der Zielgeraden habe ich den dritten Platz erst geholt, ey. Mann, Scheiße! Verflixt noch eins. So, liebe Leute, da haben wir das Endresultat. Also, Bullet gewinnt den großen Preis von Belgien vor Grüner und meiner Wenigkeit. Auf Platz 4 dann Thunder, gefolgt von Jelkajor, Capo, McGill, Knitti, Tibor und Spooky, dann Sermutter, Chris, Heisenbrett, Kain und Levox gehen mit Punkte nach Hause.
Lucky, Andeon, Sasuke, Knusperhuhn und Photon, ehrlich gesagt nicht. Alter, Leute, ich könnte mir so in den Hintern treten. Ey, auf der Zielgeraden verliere ich den zweiten Platz. Wichtige Punkte. Ah, es ist so Mäusemelken, wie man so schön sagt. Naja, wie dem auch sei. Wenn euch das Video dennoch gefallen haben sollte, Daumen nach oben. Und wenn ihr auch mehr davon sehen wollt, gerne auch ein Abo da lassen, würde mich sehr freuen. Danke an Knitti fürs Punkte holen. Juhu, bitte gerne. Okay, und bis zum nächsten Mal. Tschüss und ciao.